Hallo, schön, dass ihr zum Tech-Talk alle da seid. Heute spricht Raphael. Raphael spricht über The Things Network, ein Funkstandard, ein Funkprotokoll für Nearfield oder auch etwas nicht so Nearfield, also so Städtebereich, zum Verbinden von Internet of Things Geräten, Sensoren und sonstigen Dingen mit dem Internet. Raphael, deine Bühne, viel Spaß. Vielen Dank. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute etwas über The Things Network erzählen. Gut vorgestellt schon. Ich will kurz noch mich vorstellen. Habt ihr schon gehört, Raphael Römelt. Ich bin seit ca. 20 Jahren Linux-Systemadministrator in allen möglichen Bereichen von Security, Netzwerke, Docker. Nehme alles Neue mit, was man so kennt. Entwickle Python, neuerdings auch MicroPython für IoT. Sehr interessante Sprache, wenn man das möchte. Und bin Martial Artist. Ich stehe jetzt heute hier, um euch etwas vorzustellen, was mich jetzt vor einem halben Jahr angefangen hat zu begeistern, womit ich mich beschäftige. Seit 2 Jahren ungefähr beschäftige ich mich mit IoT. Das hat angefangen, dass ich mit einem Freund zusammen einen Escape Room aufgebaut habe. Er hat gesagt, ich brauche Technik im Escape Room. Haben wir ganz viele Raspberry Pis reingepackt, haben die untereinander sprechen lassen. Und so fing das Ganze für mich ein bisschen an. Irgendwann habe ich dann gelernt, dass zum Beispiel Pferde, dass denen kalt ist. Pferde brauchen Decken. Und man wird dann öfter mal gefragt, wie warm ist es denn bei meinem Pferd? Ich habe angefangen, solche Ruby-Tags zu kaufen und die zu verbauen und meinem Pferdestall aufgehängt. Und das funktioniert ganz gut. Wenn ihr eure Handys anhabt, könnt ihr auch sehen, was der Ruby-Tag gerade sendet. Seht, wie warm es hier drin ist und so weiter. Die basieren auf Bluetooth-Basis. Und genau hier ist jetzt das Problem gewesen, warum ich nach einer Lösung gesucht habe. Denn, jemand eine Idee, warum das nur halb gut ist? Die Distanz, ja. Funktioniert nicht zu Hause. Wenn die Decken zu Hause sind, man muss was mitnehmen, kriegt man nicht raus, wie kalt es ist, wie warm es ist. Deswegen habe ich nach einer Lösung gesucht, die jetzt nicht unbedingt auf dem WLAN basiert, weil ich habe kein WLAN im Pferdestall. Ich habe wahrscheinlich auch keinen Strom dort, was ich nutzen kann, und brauche irgendein Gerät, was Daten für mich senden kann. Ich werde kurz zu ein paar Themen was sagen und habe dann auch noch Geräte mit, dass ich mal ein bisschen was vorstellen kann, wie das so funktioniert, wie die Daten geschickt werden, wie das Ganze ausschaut. Ich denke, IoT ist jedem ein Begriff. Keiner sagt nein. Sehr gut. Dann können wir hier weitermachen. Was wir bei IoT versuchen müssen oder was wir an Problemen haben, ist, wir wollen kleine Geräte haben oder wir haben kleine Geräte. Kompakt, wir müssen die irgendwo einbauen, die sollen möglichst laufen. Wenig Leistung. Ein kleines Gerät bringt dadurch weniger Leistung mit und der nächste Punkt, lange Laufzeit, das heißt möglichst geringen Stromverbrauch. Hier wird es mit WLAN jetzt schwierig, WLAN allein die Verbindung aufzubauen, immer wieder neu zu starten, Daten zu senden, das braucht relativ viel Energie, viel CPU-Zeit. Das ist die Herausforderung. Und da gibt es eine Lösung für. Die Lösung nennt sich LoRaWAN. LoRaWAN setzt sich zusammen aus LoRa von der Firma Semtech. Und zwar ist das eine Modulation und bietet uns eine Kommunikation mit einem geringen Stromverbrauch und einer hohen Reichweite. LoRa selbst ist nicht frei, aber es darf frei genutzt werden. Dann benötigen wir noch LoRaWAN. LoRaWAN baut auf LoRa auf und bietet uns die Protokolle, damit wir Daten über LoRa schicken können. LoRaWAN ist Open Source und wird von der LoRa Allianz gepflegt, gewartet und darf frei von jedem benutzt werden. So schaut ein Netzwerk-Stack aus. Wir haben auf der linken Seite unsere Nodes. Das kann alles Mögliche sein. Alarmmelder, Wassermelder, Gasmonitor, die Waschmaschine. Wir haben unsere Gateways. Stelle ich nachher nochmal eins vor. Hinten dran ist das Netzwerk, was von den Gateways die ganzen Daten annimmt und verteilt es dann später an unsere Applikation. Das Ganze ist AES verschlüsselt, das heißt, wir können uns relativ sicher sein, dass unsere Daten zumindest auf dem Weg sicher ankommen.
LoRaWAN ist interessant, LoRa selbst, weil wir eine hohe Reichweite erzielen können. In der Stadt sagt man 2 bis 5 Kilometer, je nachdem, wo ich mein Gateway aufbaue, ob ich jetzt hier Indoor aufbaue oder ob ich es aufs Dach schnelle. Auf dem Land ist schon mehr möglich, 10 Kilometer. 10 bis 15 Kilometer. Es gibt auch Gateways, die auf 200 Kilometer oder noch mehr Daten übertragen haben schon. Das ist dann etwas höhere Modulation, es ist gut ausgerichtet, eine gute Antenne verwendet, da ist deutlich mehr noch rauszuholen. Aber im Schnitt 10 Kilometer kann man ganz gut mitarbeiten. Genau, Rekorde bis zu 200 Kilometer am Boden. Ein weiterer Vorteil ist geringe Kosten. Ein Node, jetzt vielleicht im Selbstbau, man kann ESPs benutzen, zum Beispiel mit einem kleinen Gateway, sind wir ungefähr, wenn wir sehr günstig im Ausland bestellen, bei 10 Euro. Ein Gateway im Eigenbau ungefähr ab 200 Euro, ein Raspberry genommen, eine Platte, das Gateway selbst, Netzteile und so weiter, kommt man ungefähr auf 200 Euro. Software ist komplett Open Source, also auch von der Firma Semtec könnte ich Gateways benutzen, kann mir die Software nehmen, kann neue Software dazu entwickeln. Der Frequenzbereich ist lizenzfrei, auch hier fällt nichts an Kosten. Und wir sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, stromsparend unterwegs. Das heißt, ein Node kann durchaus 3 Jahre Laufzeit erlangen, wenn wir den ordentlich programmieren. Das heißt, auch mal wenn Standby gehen, nicht die ganze Zeit senden, Daten sammeln, senden, das wird dann nicht reichen. Genau. The Things Network ist jetzt für uns ein Provider, der uns diesen ganzen Stack zur Verfügung stellt. Es gibt mehrere Anbieter. Ich habe mir The Things Network ausgesucht, aus ein paar Gründen, die ich jetzt noch gleich erzählen werde. Generell, The Things Network ist ein globales, community-finanziertes, offenes, freies und dezentrales Netzwerk für das Internet der Dinge. Global, weil The Things Network sagt, jeder darf es benutzen, weltweit, macht alles draus, was ihr wollt. Community-finanziert, weil die Community die Gateways selbst aufbaut. The Things Network stellt nichts, sie stellt nur das ganze Backend dazu. Offen, frei und dezentral, ja, das ergibt sich aus den anderen. Offen, jeder darf es benutzen, wenn er auch kein Gateway stellt, jeder darf seinen Node aufbauen, kann das nutzen, fährt mit seinem Node durch die Gegend, sendet Daten. Frei und dezentral, auch klar dezentral, jeder baut irgendwie Node auf und wenn wir hier in der Stadt mehrere Nodes haben, kann auch meine eine ausfallen oder ich bin nicht auf einen angewiesen. The Things Network bietet uns damit einen Open Source Stack, komplett. Das heißt, wir können auch das nehmen und können unser eigenes Closed Source Netzwerk draus bauen. Ich bin mir jetzt wegen der Lizenz nicht ganz sicher, aber es ist alles nachzulesen, alles auf GitHub von Ihnen. Wir haben ein Dashboard, womit wir unsere ganzen Gateways, Applications, Integrations verwalten können. Bietet die Plattform dazu an, was mit dem Dashboard ineinander kommt, aber auch eben das Backend, die ganzen Server, die haben in jedem Land einen Server stehen, der sich um die Kommunikation kümmert. Ich kann unbegrenzt Gateways und Nodes reinhängen. Es gibt andere Anbieter, die sind auch frei, darf man frei nutzen, aber da darf man zum Beispiel im freien Vertrag nur ein Gateway posten, also ein Gateway ins Netzwerk hängen, für mehrere Gateways muss man dann bezahlen. Das finde ich, macht The Things Network einfach richtig. Und Integration von Anwendungen, denn es ist schön, wenn ich Daten schicken kann, aber ich will ja auch mit den Daten irgendwas machen später. In Zahlen sind die Zahlen von gestern, 3.718 Gateways momentan aktiv. Es sind 38.555 Mitglieder. Ich glaube, ich habe heute geschaut, da waren es um die 150 Mitglieder mehr. Mittwoch zu Donnerstag waren es auch um die 150 Mitglieder. Und 22.180 Anwendungen. Anwendungen sind die Apps, die meine Daten, die ich schicke, entgegennehmen und dann weiterverarbeiten. Auf The Things Network Map schaut das ungefähr so aus. Ja, wir sehen ein paar Zahlen. Die restlichen Zahlen sind zu kleine Bereiche. Und Europa sehr stark vertreten. LoRaWAN
durch die Modulation haben wir nur eine begrenzte Möglichkeit, Daten zu schicken. Das ist nicht wie in WLAN, wo wir eine hohe Datenrate erzielen können und die ganze Zeit Daten rausschicken können. Deswegen gibt es ein Fair Access Policy. Einmal gibt uns das LoRaWAN vor und einmal gibt es uns The Things Network vor, weil die sagen, wir haben ein Gateway. Ein Gateway soll um die 1000 Nodes gleichzeitig bedienen können oder auch nacheinander über 8 Kanäle. Und deswegen muss man sich einfach so ein paar Sachen, sollte man sich halten. Dafür gibt es die Fair Access Policy, die sagt, wir haben 30 Sekunden Uplink-Sendezeit am Tag. Klingt wenig. Maximal auf eine langsame Distanz, das heißt, wenn wir weit weg sind von einem Gateway, können wir 50 Bytes schicken pro Nachricht. Sind wir an einem Gateway nah dran, können wir maximal 220 Bytes schicken. Eine schnelle Datenrate heißt eine kürzere Übertragungszeit, heißt aber auch, dass wir länger warten müssen, bis wir einen neuen Kanal bekommen. Das heißt, mit mehr Daten zu schicken, heißt, wir können weniger am Tag senden. Ich glaube, bei 220 Bytes pro Nachricht kriegen wir vielleicht 5 Nachrichten am Tag, die wir senden dürfen. Das rentiert sich auch für uns nicht. LoRaWAN selbst setzt nochmal 13 Bytes obendrauf. Das heißt, auch hier müssen wir schauen, was packen wir, wie packen wir es zusammen. Ein gutes Ziel sind 12 Bytes pro Nachricht. Das können wir alle 5 Minuten schicken. Das reicht völlig aus, damit wir Temperatursensoren schicken, damit wir einfache Statusmeldungen schicken, an, aus, auf, zu, Alarm, was auch immer. Ich habe ein einfaches Beispiel dafür. Und zwar ist das ein Beispiel für mich selbst, was ich gemacht habe. Ich habe von dem Problem erzählt. Ich habe im Pferdestall diesen Tag hängen. Der sendet die ganze Zeit über Bluetooth. Super. Und den möchte ich gerne zu Hause auslesen können. Und dafür, ich habe das mal mitgebracht, das von PyCom, sagt das jemand in die Firma, kleine ESP32-Geräte kann ich mit MicroPython programmieren und kann hierüber Bluetooth auslesen. Die bringen mir LoRaWAN von Haus aus mit und kann darüber Daten wegschicken. Jetzt möchte ich alles möglichst klein zusammenpacken. Und wenn ich jetzt eine Temperatur, sagen wir 22,23 Grad, wenn ich das jetzt als String verschicke, habe ich schon 5 Bytes, die ich senden möchte. Jetzt habe ich vielleicht noch Luftfeuchtigkeit dazu, komme ich schon einen sehr hohen Punkt. Deswegen kürze ich mir das zusammen und baue meine Bytes raus. Das ist, im Detail kann man das nochmal nachlesen. Da ich nicht nur einen von den Ruby-Tags habe, sondern mehrere, setze ich einen Identifier vorne dran. Ich zähle einfach von 0 bis so viele ich habe, hoch, so viele ich empfange. Das ist meine Temperatur. Habe ich auf 2 Bytes runtergekürzen können und habe noch ein bisschen Platz für Luftfeuchtigkeit und habe jetzt in einem Datenpaket 5 Bytes, die ich verschicke. Und kann damit gut 2 oder 3 Tags senden, auslesen, die Daten von den Senden. Und wenn ich das alle 10 Minuten mache, bin ich noch völlig in der Fair Usage drin. Ich kann gerne mal später zeigen, wie wir die Daten zusammenpacken. Ich habe jetzt, glaube ich, kein Code-Beispiel dabei, aber wenn Interesse besteht, einfach mal später gucken. So. Ich komme ziemlich schnell durch. Habt ihr Fragen? Dann möchte ich das Ganze mal zeigen. Und zwar habe ich euch ein Gateway mitgebracht. Das können wir dann auch gerne später mal rumreißen oder ihr kommt später mal zu mir. Extra mit einem großen Akku-Pack. Das ist mein mobiles Gateway, gerade für Konferenzen, für Workshops, sonst irgendwas, um einfach irgendwas zu haben, was ich hinstellen kann und unabhängig bin. LTE angeschlossen und unser LoRaWAN. Raspberry Pi 2 mit einfach ein paar Modulen draufgesteckt, hält jetzt mit Akku circa 4 bis 6 Stunden reicht, um mal was zu zeigen. Denn wie gesagt, haben wir unser Node. So, dann stelle ich einfach mal auch die
Konsole von The Things Network vor. Wenn wir eingeloggt sind, haben wir die Möglichkeit, einmal Gateways in das Netzwerk einzuhängen. Wir sehen, ich habe jetzt hier zwei Gateways drin. Ein Gateway ist bei mir daheim, das nicht benannt ist. Und dann haben wir das benannte Gateway, was das mobile Gateway ist. Wir sehen noch kurz den Status, können auch mal reinschauen, was das Gateway gerade macht, wo es aufgebaut ist. Wir können ihm auf der Karte einen Punkt zuweisen. Können auch mal schauen, ob gerade Traffic durchgeht. Einfach eine kleine Übersicht dazu. Das Ganze wird noch ein bisschen aufgebaut. Es wird gerade heute gab es einen Talk von The Things Network, dass sie in Version 3 gehen möchten. Das Ganze ein bisschen weiter aufbohren. Dann haben wir Applications. Und hier haben wir unseren Ruby Tag on The Things Network. Wenn wir in die Application reinschauen, die Application umfasst das Protokoll oder die Idee, die wir haben, und dazu werden dann die einzelnen Devices gepackt, die Informationen senden. Deswegen haben wir ein Device hier. Wir sehen hier ein paar Daten, die wir benötigen, um eine LoRaWAN-Verbindung aufzubauen. Das wird einfach copy-pasted in die Settings mit eingenommen. Und können dann hier uns auch die Daten einmal anschauen. Vorweg möchte ich kurz zeigen, die Daten, die wir einpacken, müssen wir auch wieder auspacken. Also klar, und das kann ich jetzt entweder gleich schon hier bei The Things Network machen, auf der Konsole, oder ich kann das auch dann später machen, wenn ich die Daten abgreife. Hier wird es mit JavaScript gemacht. Ich sage hier, JavaScript-Gurus greifen sich jetzt vielleicht an den Kopf, aber es funktioniert für mich. Wir haben unsere Tags. Jeder Tag, der ankommt, hat 5 Bytes, davon gehe ich aus. Ich weiß, das ist meine Application. Ich nehme die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, packe die aus und schreibe mir die weg. Ich weiß gar nicht, wie das bei JavaScript heißt, in ein Hash bei Python. Damit sehe ich später Daten. So, und jetzt starten wir einmal das Gateway. Das Node, das Gateway ist gestartet. Das scannt jetzt erstmal Bluetooth ab, wartet ein bisschen, bis der Tag irgendwas geschickt hat, verarbeitet es. Und da haben wir unsere Daten. Unser erstes Paket für heute Abend. Wenn wir hier reinschauen, sehen wir unten zum Beispiel unsere Estimated Airtime. Das heißt, 30 Millisekunden haben wir jetzt gebraucht, um das Paket zu schicken. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben und auf an so 30 Sekunden zu kommen. Wir sehen zusätzlich noch ein paar Informationen, Metadaten, die mitgeschickt wurden. Wir sehen unseren Payload, der mitgeschickt wurde. Und wir sehen dann oben noch das, was ich dann auf der Konsole ausgepackt habe und mit einem Namen versehen habe, was hier angekommen ist. Wir haben 37 Luftfeuchtigkeit und 25 Grad. So kann ich jetzt schnell schon mal gucken, passt das überhaupt, was ankommt? Kann ich die Daten auswerten? So. Das funktioniert. Das reicht uns natürlich nicht. Deswegen bietet uns The Things Network Integrationen noch an. Ich denke, da sind durchaus ein paar bekannt von. Gerade hier IFTTT. Dahin werden die Daten dann weitergeschickt und dann kann ich die Daten weiterverarbeiten, die ich bekomme. The Things Network stellt aber auch noch eine MQTT-Schnittstelle zur Verfügung. Das heißt, ich kann mit einem eigenen MQTT-Client oder mit einem Server nochmal dran, kann die direkt auslesen, die Daten. Oder wenn ich sie selbstständig weiterverarbeiten möchte, baue ich mir einfach eine HTTP-API, an die die Daten dann geschickt werden. Dann kann ich das auswerten, kann die grafisch aufbereiten, was auch immer.
Genau. Habt ihr Fragen dazu? Soll ich dazu was zeigen? Ja. Grundsätzlich eine Frage. Ich finde das wirklich interessant, vor allem auch mit der Reichweite. Und ich denke, dass vor allem die Datenmenge und Datenübertragungsrate kein Problem wird, obwohl halt der Uplink, ich meine 30 Sekunden und die maximal übertragene Menge an Daten pro Tag, finde ich persönlich schon teilweise arg wenig. Ich habe da noch keine richtige Relation zu. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man selber ein Gateway betreibt, dass man da keine Beschränkung hat oder wie sieht es damit aus? Nein. Die Modulation an sich beschränkt schon das Ganze. Denn ich kann es technisch nicht genau wiedergeben, dafür habe ich mich nicht lange mit beschäftigt und auch von Radio her weiß ich nicht viel. Aber soweit ich weiß, um das zu schicken, um Datenpaket dann entgegenzunehmen, wird eine Modulation aufgebaut, die muss sich dann erst wieder lösen, damit ein neues Paket ankommen kann. Wahrscheinlich kann ich mehr Daten schicken, als ich, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Fair Usage, dass alle irgendwie genug Daten durchbekommen. Kann ich bestimmt mehr schicken, um selbstständig die Gateway aufzubauen. Müsste man mal testen, das weiß ich nicht. Genau, weil hätte sein können, dass es softwareseitig beschränkt ist oder von TTN halt, ja. Je nachdem. Also, soweit ich weiß, beschränkt TTN tatsächlich nicht momentan. Wenn du mehr schickst, als du jetzt vielleicht solltest, dann werden sie dich mal ansprechen darauf. Das habe ich mal mitbekommen, ja. Okay, alles klar, vielen Dank. Ja, natürlich. Also, klar, wenn man jetzt viele Daten schicken möchte, dann muss man sich ganz klar ein anderes Protokoll suchen. Dann ist wieder WLAN oder Netzwerk das, was man aufbauen müsste. Das funktioniert wirklich hervorragend zwar, aber nur mit wenig Daten, wenig Informationen. Ich habe zur Anregung noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Da kann man gerne später noch drüber sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man sich längere Zeit mit beschäftigt. Einfach nur mal, was so, was man öfter hört, Mülleimerfüllstände. Das ist eine ganz schöne Sache. Einfach ein Abstandssensor oben eingebaut, der misst, wie voll der Mülleimer ist und wenn der Mülleimer bereit ist zu leeren, sagt er, hier kannst du mich abholen, kannst du mich leeren. Ist für Smart City interessant, weil wir dadurch vielleicht Routen planen können. Wir müssen nicht alle Mülleimer abfahren und können gezielt die Mülltonnen Mülleimer abfahren, die eben sagen, sie sind voll. Parkplatz-Leitsystem, auch ganz interessant. Wir bauen einen kleinen Sensor unten auf dem Parkplatz ein, der checkt, wenn ein Auto draufsteht. Wenn eins wegfährt, kann er melden, ich habe einen Parkplatz frei. Und das, wie ähnlich wie bei Parkhäusern. Kühlkette, ganz klassisch, haben wir auch hier zum Beispiel von Scholz und Volkmar mit dem Kiez-Kaufhaus. Die Fahrräder, die durch die Gegend fahren, wir haben auch mal Sachen, die gekühlt werden müssen. Und das möchte man nicht unbedingt mit dem Thermometer machen die ganze Zeit, drauf gucken, prüfen, kann sich die Daten die ganze Zeit schicken. Ich bin da heute auch hier, kommen wir gleich zu, weil ich das gerne nutzen möchte. Momentan machen wir es über ein Handy und oder die Idee ist es, über ein Handy zu machen eben und über solche Tags. Das funktioniert ganz gut, aber sobald ein Netzwerk hier in Wiesbaden existiert, dann kann man sowas auch nutzen. Sicherheitstechnik auch ganz klar, es reicht der einfache Status, ein Einbruch, Fensterscheibe eingeschlagen, Tür ist offen, solche Sachen. Was ist daheim passiert? Oder auch nicht auch unterwegs, das Auto aufgebrochen, das Auto bewegt sich und ich sitze gar nicht drin. Solche Sachen, Fahrrad geklaut, Schloss aufgeknackt. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Ideen. Und deswegen, The Things Network Wiesbaden. The Things Network, überall bilden sich Communities, es gibt größere, kleine, Berlin gerade sehr groß, Frankfurt bilden sich gerade. In Wiesbaden gibt es ein Gateway. Und das ist an der Hochschule, um die Platterstraße hoch. Ich bin da nicht drangekommen, ich habe es versucht. Ich bin mal hingefahren, das sah, glaube ich, ein bisschen komisch aus, mit einem roten Bus vorgefahren und habe dann mit so einem Gerät am Fenster gesessen und habe versucht, Daten rauszukriegen. Es hat nicht geklappt. Ich schätze, es steht Indoor oder sie beschränken die Zugriffe auf dieses Gateway. Ich habe Interesse, ein Netzwerk hier in Wiesbaden aufzubauen. Es würde mich freuen, wenn noch mehr Leute sich finden würden, die auch Interesse haben, ein Netzwerk aufzubauen. Das würde bedeuten, wir müssten eine Community gründen.
The Things Network stellt uns hier die Plattform zur Verfügung, um eine Community zu gründen, um Nachrichten zu teilen, um gemeinsam Gateways aufzubauen oder auch einfach Treffen zu planen. Genau, wir müssen Gateways aufstellen. Gateways kosten ein bisschen Geld. Es ist dann eine Frage, ja, möchte man das investieren, bekommt man vielleicht einen anderen Sponsor, der bereit ist, ein Gateway aufzustellen. Und Workshops und Meetups dazu abhalten. Einfach mit den Leuten darüber reden, was kann man machen, durchaus auch mal die Stadt einladen, einfach Ideen sammeln und auch anfangen zu programmieren. Nicht nur in MicroPython, in anderen Sprachen auch mit anderen Tools und Nodes. Wer möchte, da können wir gerne gleich noch mal ein bisschen näher im Anschluss drüber sprechen. Und jetzt bin ich schon durch. Gibt es denn Fragen? Also, das war schon mal super interessant. Über Community können wir vielleicht gleich noch reden. Ich habe erst noch mal eine Frage. Also, wenn es jetzt Gateways gibt, kann die jeder dann nutzen? Also, sagen wir mal, ich will es ausprobieren, stelle mir ein Node zu Hause hin, habe irgendwo ein Gateway in der Nähe. Das muss nicht mein eigener sein, richtig? Nein. Die Gateways sind frei. Genau. Deswegen auch so ein bisschen Freifunk, das Freifunk für IoT. Überall, wo ein Gateway steht und ich komme dran, kann ich Daten verschicken. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss mich registrieren an der Plattform, muss meine Applikation einreichen und kann Daten schicken. Weitere Fragen? Da hätten wir noch eine Frage. Ja, danke für den schönen Vortrag. Meine Frage ist, vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden. Du hast jetzt in deinem Pferdestall die Beppel und die senden per Bluetooth an deine Handy. Achso, momentan senden sie ans Handy, ja. Okay. Gibt es denn Beppel, die direkt das LoRaWAN benutzen? Oder ja. Braucht man dafür immer eine lokale, stärkere Sendestation, die erstmal das Bluetooth versorgen kann? Nein. Ich gehe da nur dran, weil mein Microcontroller kann LoRaWAN und ich habe keine Möglichkeit, die Temperatur abzugreifen. Und diesen RubyTag habe ich schon dort hängen und kann über den Temperatur abgreifen. Zusätzlich habe ich einfach hier den Vorteil noch, dass ich 2 oder 3 aufhängen kann und sende Grasi einmal ab und sende mir dann auf einmal die Daten. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Setup gewählt habe. Ich kann aber auch mit einem Microcontroller, wenn ich dann ein Extension Board dran habe oder einen Temperaturfühler einfach dran löte, der LoRaWAN kann ich genau schon direkt die Daten rausschicken per LoRaWAN. Das ist jetzt ein etwas komplizierteres Setup, ja. Okay, danke schön. Weitere Fragen? Gut, dann nochmal einen ganz herzlichen Applaus für Raphael.